Herzlich willkommen, meine Freunde, zur nächsten Ausgabe von All Elite Wrestling's Dynamite. Und natürlich werden wir auch heute Rampage und die Nightmare Factory uns anschauen, wo bei der Nightmare Factory letzte Woche ein, ja, doch überraschender Titelwechsel stattgefunden hat. Die Dudley Brothers haben ihre Regentschaft nicht weiter durchziehen können. Zum Glück. Endlich mal ein bisschen Abwechslung, was den Tag-Team-Titel angeht. Wir haben ja gesehen, haben uns ja die Titel angeguckt, was für eine unfassbare Regentschaft sie schon hingelegt haben. Mit über 30 Titelverteidigungen in zwei Amtszeiten, möchte ich mal verraten. Aber wir legen los mit Dynamite und mit der Pre-Show. Und dort treffen Micah und Kate Carney in unserem ersten Pre-Match aufeinander. Und wir haben Micah mit einer 73. Sie ist sehr jung immer noch, ja, auch wenn ich das jedes Mal sage, sie ist sehr jung, deswegen 73 ist ein guter Wert. Kate Carney, 29, absoluter Topwert für Local Talent, 9 Minuten 52, Micah gewinnt durch Pinfall. Nichts Besonderes, aber für Micah sind diese Siege wichtig, wenn man wie sie und wie Ivelisse oder auch Mia Yim in der zweiten Reihe eines Stables sind. Ja, sie sind nicht... Es ist jetzt nicht Rebecca Knox, ja, die Anführerin, oder Britt Baker, die ja aktuell auch, ja, nicht aktiv im Ring sein kann, aufgrund der Vorkommnisse beim Pay-Per-View. Aber in der Regel haben wir Rebecca Knox und Britt Baker als die großen Aushängeschilder. Und dann kommen Micah, Mia Yim und Ivelisse in der zweiten Reihe. Deswegen umso wichtiger, auch mal Siege zu feiern. Und wenn es nur in der Pre-Show oder bei Dark oder sonst wo ist, halb so wild, Hauptsache... Man entwickelt sich und hat vor allem ein paar Siege auf dem Konto. Wir machen weiter mit dem nächsten Pre-Show-Match. Und da haben wir Trios-Action und auch mal ein wichtiges Match für die Stronghearts. Oft sind sie ja nicht zu sehen bei Dynamite, meistens auch bei Dark unterwegs. Ich muss ja auch die Dark-Shows irgendwie füllen, auch wenn man sie hier nicht sieht, weil da nichts Besonderes passiert. Außer ich erwähne es, was auch eher selten ist. Wir haben die Stronghearts mit Shima T-Hawk und L. Lindemann gegen Ted McNeela, Lewis Layden und Dan Barry. T-Hawk 64, ja, ist okay. L. Lindemann 59, das ist eigentlich schon unter Dynamite-Niveau, leider. Beide sind aber auch noch in ihren 20er Jahren, ne? Also beide auch noch jung, T-Hawk und L. Lindemann. Shima hingegen schon ein bisschen älteres Semester, aber der beste Mann in diesem Match mit 65. Dann haben wir Dan Barry 25, Lewis Layden 43, das ist überragend. Wow, Lewis Layden ist wirklich überragend. Dafür ist Ted McNeela leider etwas schwächer, als ich das gerne hätte. Insgesamt nur eine 56 ist ein bisschen schade, weil an sich sind das ja gar nicht so schlechte Werte. Also für ein Pre-Show-Match ist das völlig in Ordnung. Die Strong Hearts gewinnen das Ganze auch und Shima mit dem Egoist-Schwein besiegt Ted McNeela. Und dann kommen wir noch zu unserem Nightmare Factory-Match in der Pre-Show. Und da haben wir auch einen kleinen Luchador-Leckerbissen. Canis Lupus Jr. gegen Gran Guerrero. Canis Lupus 45, Gran Guerrero 59. Also ja, Gran Guerrero schon sehr ordentlich. 55er Pre-Show-Match. Absolut können die hier mithalten mit unseren, ja, alteingesessenen Hasen hier bei Dynamite. Und wir haben ein 15 Minuten 26 Match. Es gibt keine existierende Crowd-Reaction eigentlich, weil beide ja eher bei der Nightmare Factory unterwegs sind. Und unser Mainstream-Publikum, auch wenn All Elite vielleicht eher in die Hardcore-Wrestling-Fan-Ecke gedrückt wird, es ist trotzdem Mainstream und da kennt man diese Leute noch nicht gut genug. Aber ein gutes Wrestling-Match sehen wir hier. Noch kein exzellentes, aber es ist schon sehr ordentlich. Das gefällt mir, was meine Nightmare Factory hier abgeliefert hat. Und von dem Gesamtrating müssen sie sich auch nicht verstecken. Normalerweise sind wir so im Mit-30er-Bereich. Das ist also herausragend. Und wir starten jetzt in die Hauptshow von Dynamite mit einem Segment, als Bryan Danielson mit seiner bezaubernden Frau Brianna Danielson in der Halle ankommen, beziehungsweise ihre Umkleide vorfinden, und Bryan Danielson findet die Umkleide völlig verwüstet vor. Alles ist kurz und klein geschlagen, die Spinde sind eingedellt, als hätte jemand da reingetreten, die Klamotten liegen überall verstreut, da sind auch seine Sachen, ja, persönliche Gegenstände zertrümmert
von Bryan Danielson. Und Brianna ist auch geschockt. Bryan Danielson ist auch erst geschockt und dann wütend, weil er sich natürlich denken kann, wer dafür verantwortlich ist. Brianna hier übrigens sehr gut in diesem Segment. Ja, also die geschockte Ehefrau kann sich schon mal sehr gut spielen. 99er Segment zum Start. Könnte natürlich besser sein. Ein Punkt. Aber sehr geiles Segment. 99 ist ein Hammer. Und ja, Bryan Danielson wird schon wissen, warum das Ganze passiert. Und er wird auch wissen, wer dafür verantwortlich ist. Und wer das Projekt verfolgt, weiß das Ganze natürlich auch. Ja, so ein geschockter Bryan Danielson. Darauf gibt's erstmal den Opener. Und im Opener haben wir, ich muss kurz überlegen, ich glaube Tag Team Action. Jupp, so ist es auch. Und zwar ein Mega-Match. Was ist das denn für ein gutes Match? Eine 80 im Opener ist absolut geil. Und auch ein bisschen unverdient. Also diesmal ist das Rating sogar zu hoch. Wir haben die Super Smash Brothers, Evil Uno und Stu Grayson. Wo ich sagen muss, also der März bei uns hier im Projekt und im Real Life, aber vor allem hier im Projekt, ist ziemlich krass. Und für mich persönlich ziemlich teuer, weil wir müssen ganz viele Verträge erneuern. Und wir haben auch diesen Bidding War, den MJF gerne mal anspricht, im Real Life. Der existiert hier gerade extrem, denn Verträge zum Beispiel von Pentagon, Rey Fénix und Pac sind ausgelaufen oder beziehungsweise laufen aus. Das heißt, wir sind gerade in Verhandlungen mit dem Death Triangle. Was, wenn's blöd läuft, und da mache ich auch kein Geheimnis draus, verlieren wir alle drei. Also wir sind natürlich in Verhandlungen und es sieht auch jetzt im Moment noch nicht danach aus, als würden wir sie verlieren. Aber es gibt Interesse von einer großen Liga aus Stamford. Ja, richtig. WWE möchte alle drei abluchsen. Sie haben auf jeden Fall noch Vertrag für März. Und die WWE will das komplette Death Triangle unter ihre Fittiche nehmen. Auch Evil Uno und Stu Grayson, ihre Verträge sind ausgelaufen, beziehungsweise Evil Uno hat bereits verlängert. Stu Grayson ist aber auch in Verhandlungen mit Game Changer Wrestling. Also müssen wir da auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, um ihn halten zu können. Und auch mehrere andere Verträge, Matt Hardy zum Beispiel, um mal einen zu nennen, befindet sich in Verhandlungen. Die, wer eigentlich noch, die Young Bucks nicht? Die Young Bucks waren es nicht. Es waren auf jeden Fall locker zwischen 10 und 15 Verträge sind bereits ausgelaufen oder beziehungsweise laufen gerade aus, wo wir in Verhandlungen sind. Ein paar haben aber auch schon verlängert. Aber bei einigen ist es noch auf der Kippe und darunter sind leider auch Pentagon, Rey Fénix und Pac. Also ich kann nicht versprechen, dass wir sie noch bei All Elite Wrestling halten, aber ich werde natürlich alles versuchen, um sie zu halten. Ich kriege ja immer dieses Rival Bid, diese Nachricht per E-Mail, dass es ein Angebot gibt von einer konkurrierenden Liga und das ist dann meistens WWE. Oder bei anderen Wrestlern kommt es halt drauf an, aber bei den dreien ist es WWE, die sie unbedingt haben wollen. Wir wollen das natürlich unbedingt verhindern, weil es absolute Top-Wrestler sind, die wir behalten möchten. Und deswegen geht's da hin und her. Das heißt, ich erhöhe mein Angebot. Dann, ein, zwei Tage später, kriege ich die Nachricht, okay, der Rivale hat sein Angebot auch erhöht. Ich weiß natürlich nicht, wie gut das Angebot ist. Ich weiß nur, dass es erhöht wurde. Ich weiß aber nicht, ob ich überboten wurde. Und das heißt, ich muss wieder höher gehen, um sicher zu sein und hoffen, dass mein Angebot am Ende reicht. Ist ein bisschen knifflig, aber ich versuche alles. Wie gesagt, Evil Uno haben wir bereits verlängert. Bei Stu Grayson, glaube ich, sieht es auch sehr gut aus. Game Changer Wrestling. Glaube ich nicht, dass sie mein Angebot toppen können. Aber nur damit ihr es mal wisst, im Hintergrund laufen gerade etliche Verhandlungen. Also ich habe wirklich sehr gut zu tun gerade. Und muss auch echt aufpassen, dass ich keinen Scheiß baue. So, jetzt aber zum Opener. Richtig guter Opener. Also die Super Smash Brothers liefern hier ab und vor allem Stu Grayson liefert ab mit einer 84. Es sieht für mich so aus, als will er Werbung machen für sich, um sein Gehalt ein bisschen nach oben zu drücken, was wir ihm anbieten. Oder eben Game Changer Wrestling, wo er gerade mit verhandelt. Das spricht natürlich für ihn, weil die Leistung ist absolut top und wird weiterhin Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Evil Uno, ja, der hat verlängert und denkt sich, oh, ich muss nicht mehr so viel tun. Ich habe ja jetzt meinen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben.
ja, 73, Max Caster 78 und Anthony Bowens 76, also alles in allem ist das gut, aber eine 80 ist schon eine sehr, sehr gute, ein sehr gutes Gesamtrating, weil wir nur einmal über 80 sind, dreimal unter 80, Evil Uno sogar deutlich drunter. Wundert mich ein bisschen, dass wir so einen guten Opener hingelegt haben und das, obwohl er nur 10 Minuten geht, denn dann gewinnen The Acclaimed durch den Critically Acclaimed und Anthony Bowens macht den Pin gegen Evil Uno. Beide mit einer guten Chemie, also beide Teams untereinander, nicht als Gegner, sondern untereinander. Ja, damit kann ich doch super leben. Das ist doch schon mal ein erster schöner Banger im Opener, mit dem ich natürlich nicht gerechnet habe. Acclaimed aber sehr, sehr gut. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment. Und das ist ein 78er Segment und da haben wir Lance Archer und Jeff Cobb bei Mackenzie Mitchell. Und diesmal bin ich nur des Lobes. Lauter Boni, auch von Mackenzie Mitchell. Und Archer und Cobb sagen, so langsam haben wir auch Ambitionen, was das Tag Team Wrestling angeht. Sieg nach Sieg nach Sieg, sogar Brian Cage und Miro konnten uns letzte Woche nicht stoppen. Und natürlich möchten wir auch mal, nachdem wir ja eine gewisse Serie an Siegen auch gefeiert haben, dafür entlohnt werden. Mit einer Chance auf den Tag-Team-Titel von Sting und Darby Allin. Und ganz ehrlich gesagt, uns interessieren eure Kleinkriege nicht, die ihr führt. Uns ist egal, ob Darby Allin seinen Titel gegen Kenta verteidigen muss. Uns ist egal, ob Randy Orton dem Stinger hinterherjagt. Ja, das interessiert uns nicht. Wir wollen für unsere Arbeit belohnt werden und deswegen fordern wir ein Tag Team Title Match gegen Sting und Darby Allin. Und da Darby Allin bereits ein Match bei Battle Colosseum 2 hat gegen Kenta, müssen wir dieses Match wohl oder übel vorziehen. Ganz einfach. Das ist die Antwort von Jeff Cobb, wenn es halt nicht zum Pay-Per-View reicht, der sowieso ziemlich stacked sein wird und von der Zeit her, die alleine schon die Battle Colosseum Matches nehmen natürlich extrem viel Zeit ein. Da weiß man gar nicht, wie viele Matches man da reinquetschen kann und deswegen fordern sie Sting und Darby Allin einfach auf, die Tag-Team-Titel vor dem Pay-Per-View, dem anstehenden, zu verteidigen. Ist auch ihr gutes Recht und es ist auch völlig verdient. Sie haben wirklich einige Erfolge gefeiert, nicht nur bei Dark, was ihr nicht gesehen habt, da haben sie auch ein paar Siege, aber sie haben auch einige Siege bei Dynamite oder Rampage gefeiert. Nicht nur jetzt gegen Brian Cage und Miro, das machen sie schon länger, dass sie hier einige Teams abfertigen. Und Mackenzie Mitchell führt dieses Interview hier sehr, sehr gut. Es gibt noch keine direkte Antwort von Sting oder Darby Allin, aber die Herausforderung steht und ich glaube, die zwei sind auch gerade in der Pole Position in Sachen Tag-Team-Titel-Match und das wird alles andere als leicht für Darby und Sting, vor allem da Darby ja noch gegen Kenta ran muss, seinen TNT-Title verteidigen und Sting hat auch noch Randy Orton, der ihm noch im Kopf rumschwirrt. Muss man mal aufpassen, aber Jeff Cobb und Lance Archer sind eine Bedrohung. Wir machen weiter mit In-Ring-Action und diesmal sind es die Damen. Ui. Okay. 74 ist nicht geil, aber ich würde sagen, es ist noch okay, da unser Opener ja ein richtiger Banger war, mit dem ich nicht gerechnet habe, ist 74 in Ordnung. Mayu Iwatani und Rio gegen Tessa Blanchard und April Hunter von Valkyrie. Tessa Blanchard hier die Beste, wird ja auch hervorgehoben, aber nur weil Mayu Iwatani und Rio kein gutes Team sind. Also sie haben keine gute Chemie miteinander. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter, weil Mayu Iwatani und Rio zusammen mit Hikaru Shida ja schon so eine kleine Clique bilden. Als Trio funktioniert das auch noch, aber sobald sie als Tag-Team unterwegs sind, da läuft es chemietechnisch nicht mehr so gut. Deswegen hat Rio nur eine 69 und Mayu Iwatani nur eine 70, die normalerweise natürlich eher beide im mittleren bis hohen 70er-Bereich unterwegs sind. April Hunter, 68, ist okay, ist halt eine ziemliche Maschine, ehemalige Bodybuilderin und sieht auch sehr bedrohlich aus. Macht einfach ihren Job und Tessa Blanchard mit 81. Ja, in diesem Match auf jeden Fall absolut herausragend, weil hier Rio und Mayu Iwatani nicht so gut abgeliefert haben. Und das spiegelt sich auch im Ergebnis wieder.
9 Minuten 43, April Hunter und Tessa Blanchard besiegen Mayu Iwatani und Rio hier. Tessa Blanchard pinnt Rio nach dem Buzzsaw und kann den Sieg für Valkyrie einfahren. Ja, da sieht man tatsächlich, hat das nicht ganz funktioniert. Und diesmal ist es kein Storytelling, was hier passiert, dass sie sich untereinander nicht verstehen so richtig, sondern es ist leider qualitätsmäßig, diese Timing-Probleme. 74, aber immer noch ein gutes Match. Also Tessa hat das hier insgesamt schon ganz gut gerettet, kann man auch sagen. 74 bin ich mit zufrieden und Valkyrie kann diesen Sieg feiern. Weiter geht es mit einem Segment und da haben wir ein 95er Segment, ein sehr, sehr starkes von Randy Orton, der anscheinend zu Hause ist vor seinem Grundstück. Da ist auch so eine kleine Ranch im Hintergrund, da sind so ein paar Pferde drauf und so. Also ganz schön, ein schönes Ambiente, was er da hat im Hintergrund, aber ein ernstes Thema. Denn er redet natürlich in Richtung Batista und sagt, damals bei der WWE sind wir das ein oder andere Mal aneinander geraten. Wir sind zusammen durch Täler gegangen, haben zusammen Berge erklimmt als Team. Ja, wir haben schon mit der Evolution bei WWE begonnen, unseren Weg zu pflastern. Aber damals, auch als wir gegeneinander angetreten sind, warst du noch keine Legende. Du magst einer der Top-Leute gewesen sein, aber den Legendenstatus hast du dir erst mit der Zeit verdient. Und heute sieht das Ganze natürlich anders aus, denn heutzutage habe ich noch ein bisschen Platz für dich auf meiner Liste. Und auf dieser Liste wird nicht nur der Stinger aufgeführt werden, sondern auch Dave Batista. Das ist also eine völlig nüchterne Analyse der Karriere von Batista und Randy Orton, die ja zusammen wirklich mit der Evolution, mit Ric Flair, mit Triple H gemeinsam WWE ein bisschen auf den Kopf gestellt und auch dominiert haben, bis es schließlich zur Trennung kam und Batista gemeinsam mit der Evolution Randy Orton hintergangen haben. Und das ist quasi eine späte Rache von Randy Orton, die er hier nimmt und gleichzeitig ja quasi das Match anteasert zwischen Randy Orton und Batista, denn Randy Orton hat offenbar ein weiteres Ziel für seine Liste, nicht nur Sting, sondern auch Batista. Und ich glaube, Batista hat auch Grund zur Freude, denn er will Randy Orton in die Finger bekommen, also wird er nichts dagegen haben, gegen den Legend Killer anzutreten. Schöne 95er Promo hier von Randy Orton und wir machen weiter mit dem nächsten Match. Und das ist eine 83, Match of the Night bis jetzt. Sehr, sehr nice. Scorpio Sky gegen Cody Rhodes. Und da habe ich extra geguckt, weil in meinem Kopf sind die schon voll oft gegeneinander angetreten. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe extra geguckt, wir haben das Projekt läuft ja beinahe, oder was heißt beinahe, aber es geht auf das dritte volle Jahr zu, in dem das Projekt läuft. Da kann man schon mal vergessen, wie oft die gegeneinander angetreten sind. Und es war tatsächlich genau ein einziges Mal der Fall. Und damals, 2020, war Cody Rhodes TNT Champion und hat einmal seinen Titel gegen Scorpio Sky verteidigt. Das war das einzige Match. Im Sommer 2020 sind die beiden aufeinander getroffen. Und jetzt wiederholt sich diese Geschichte, denn Cody Rhodes kann nach 15 Minuten und 3 Sekunden, also die beiden haben hier ein richtig langes, gutes Match abgeliefert. Mit dem Silver Spoon DDT konnte er das Match für sich entscheiden. Scorpio Sky, starke 82. Cody Rhodes, starke 88. Und Cody mit einem wichtigen Sieg, vor allem, wenn es so langsam Richtung Title Shot geht. Ob es nun gegen MJF oder Adam Page sein wird, das sehen wir dann. Beim Pay-Per-View sieht es ja nach einem Match zwischen Adam Page und MJF aus, aber Cody verzichtet ja absichtlich darauf, der Nächste zu sein, denn er hat diesen Shot in der Hinterhand, den nimmt ihm ja keiner weg. Er muss es nicht überstürzen, er hat es bei Kenny Omega nicht überstürzt und bei Adam Page auch nicht und hier, ja, kommt er gut rein. Eine gute Generalprobe, eine frühe Generalprobe gegen Scorpio Sky, 83er Match, richtig, richtig starkes Rating. Und damit vorerst das Match of the Night. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment. Und da haben wir Killer Kelly bei Mackenzie Mitchell, die sich zum ersten Mal äußert nach ihrer Niederlage bei Dynamite nach Revolution, wo Valkyrie entstanden ist und Serena Deeb ihr den Titel per
Cash-In abgenommen hat. 86er-Segment ist natürlich erstmal hervorragend, alle hier glänzen. Mackenzie Mitchell macht heute einen richtig guten Job. Nicht nur bei Lance Archer und Jeff Cobb, sondern auch hier bei Killer Kelly. Und sie sagt, die Niederlage tut natürlich weh. Ja, ich habe meinen Titel gegen April Hunter verteidigt und musste ihn dann trotzdem einige Sekunden später, einige Minuten nach diesem erfolgreichen Sieg abgeben an Serena Deeb. Und natürlich schmerzt das. Natürlich ist es ekelhaft und unfair, aber es ist das Wrestling. Sie hat diese Chance, sie hat lange gewartet, sie hat den Moment richtig ausgenutzt. Das ist nicht das Schlimme. Das ist zwar hart, aber es ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist die bestialische Attacke auf Julia bei Revolution gewesen. Und das ist wirklich hart zu verdauen. Denn ich war bei ihr. Julia befindet sich im Krankenhaus. Sie kann nicht laufen aktuell. Sie ist schwer verletzt. Und es geht ihr auch überhaupt nicht gut. Auch mental ist sie am Ende. Und das hat sie vor allem den Sisters of Dominance zu verdanken, was dort passiert ist. Und natürlich werden wir das nicht einfach unkommentiert so stehen lassen. Aber jetzt im Moment gibt es Wichtigeres, als sich auf die Sisters of Dominance zu konzentrieren. Im Moment steht Julias Heilungsprozess absolut im Vordergrund. Ich würde sagen, es geht ihr mental nicht gut. Sie kann weiterhin nicht laufen. Ihr Bein ist gebrochen. Das heißt, sie ist schwer verletzt. Sie wird lange ausfallen. Aber sie wird sich auch bald zu Wort melden. So viel kann ich schon mal verraten. So viel kann ich geben als Update. Das ist mit ihr abgesprochen. Aber mehr kann ich nicht sagen. Und ich denke, man sollte sie erstmal in Ruhe lassen. Sie wird selbst entscheiden, wann sie wieder vor die Kamera tritt. 86er Segment. Eine nachdenkliche Killer Kelly, so haben wir sie tatsächlich noch nie erlebt. Sie ist mit Julia mittlerweile, nachdem sie sich eine blutige Fehde geliefert haben, absolut befreundet. Sie sind absolut friedlich und freundlich einander gesinnt, auch wenn es weiterhin sportliche Wettkämpfe gibt. Und Julia ja eigentlich auch immer noch den Title Shot hat, den sie aber nicht wahrnehmen kann, weil sie wirklich übelst schwer verletzt ist. Naja. Das erstmal als kleines Gesundheitsupdate zu Julia. Wir machen weiter mit In-Ring-Action und da haben wir ein weiteres Tag-Team-Match und zwar ein Women's Tag-Team-Match. Candy Floss tut sich mit Penelope Ford zusammen und trifft auf Honor Bugesha. Und Honor Bugesha, wir wissen, dass die sehr, sehr gut sind. Hier zum Beispiel verstehe ich das Rating absolut nicht. Wir haben Penelope Ford 87, Candy Floss 87, Kairi Hojo 87, Kana 91 und wir bekommen eine 79. Ist natürlich gerecht. Vor allem, da wir Superb Wrestling haben und Great Heat, also großartige Reaktion. Alles passt. Die Länge ist auch okay. Ist nicht überlang, aber ist auf jeden Fall okay. Das hier müsste rein theoretisch mindestens eine 87 sein und damit auch das Match of the Night. Aber wie gesagt, zu den Ratings werde ich noch was sagen in dem Roster-Überblick. Ja, und dazu sage ich noch was, weil eigentlich ist das hervorragend. Und warum das so ist, erkläre ich dann. Das wird ein bisschen ausführlicher, deswegen werde ich das hier nur kurz anschneiden. Jedenfalls dauert das Match 12 Minuten 21 und Honor Bugesha kann sich durchsetzen. Kana pinnt am Ende Candy Floss. Sie muss die Niederlage einstecken. Aber Honor Bugesha ist natürlich auch ein gewaltiges Team. 87, 91. Sie waren lange Tag Team Champions in der Women's Division. Von daher, es ist keine Schande für Penelope Ford und Candy Floss dieses Match zu verlieren. Aber sie liefern hier absolut ab und eigentlich ist das Ding hier der Banger of the Night, aber naja, das Rating sagt was anderes. Es ist nicht mal besser als der Opener gewesen. Ist natürlich ein bisschen schade, ne? Gerade wenn man das hier sieht, das schmerzt schon ein bisschen, dass das dann so missachtet wird. Aber was soll man machen? Wir machen weiter mit einem Segment. Und zwar kommen wir zum wichtigen Segment. Nämlich die Canadian Clash Challenge. Und Chris Jericho hat den perfekten Gegner aus Kanada für Ethan Page. Und wir sehen natürlich, wer es ist. Nämlich Vampiro wird antreten, der hier in diesem Segment ein bisschen underwhelming ist, aber dann doch irgendwie auch gut genug.
Jericho und Ethan Page jeweils mit 3 bzw. 2 Boni. Ein 91er Segment. Kann man schon mal machen. Ist schon mal ganz geil. Und das heißt, wir werden jetzt das Match Ethan Page gegen Vampiro sehen. Also Jericho, eine gute Wahl. Ein harter Hund mit Vampiro, der sich hier Ethan Page in den Weg stellt. Und Ethan Page, ja, nickt anerkennend und sagt, ja, Jericho, du hast auf jeden Fall jemanden gefunden, den ich als talentierten Kanadier bezeichnen würde. Ja, nicht jemand wie Josh Alexander, diesen Lump, ja. Nicht jemanden wie Sean Spears oder Christian Cage, diese ganzen Versager, die hier rumspringen aus unserem Heimatland. Nein, du hast jemanden gefunden, der sich auch vernünftigerweise aus diesem Ganzen hier rausgehalten hat. Aber mit diesem Moment ändert sich das natürlich und ich werde ihm jetzt zeigen, wer der King of Canada ist. Und nächste Woche wirst du dran sein und gegen meinen Mann aus Kanada antreten. Und ja, Jericho weiß es natürlich, akzeptiert es auch, ist auch bereit, nächste Woche anzutreten. Aber er sagt, ey, du musst erstmal mit Vampiro fertig werden und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Der einzige Vorteil, den ich bei Ethan Page sehe, ist, es ist kein Hardcore-Match. Ein Hardcore-Match wäre auf jeden Fall ein Vorteil für Vampiro, weil die Gangart, die kann er gehen. 91er-Segment und natürlich folgt jetzt das Aufeinandertreffen Ethan Page gegen Vampiro. Und es ist ein 78er-Match, das ist völlig okay. Ich habe eigentlich sogar mit einem schlechteren Rating gerechnet, aber das ist in Ordnung, weil Vampiro ist auch nicht mehr der Jüngste. 67er-Gesamtrating gegen, In-Ring-Performance natürlich. Gesamt ist es eine 78 gegen Ethan Page 88. Hier, finde ich, geht die 78 auch völlig in Ordnung. Das ist sogar etwas über dem Mittelpunkt. Vampiro nicht mal gut drauf. Hat im Segment nicht gut performt, ist auch in dem Match hier nicht so gut drauf. Was will man machen? Auf jeden Fall geht das Match 11 Minuten 57 und Ethan Page schafft es, Vampiro mit dem Uranage am Ende zu besiegen. Und somit feiert Ethan Page seinen Sieg über den Kanadier und damit auch seinen Sieg in der Canadian Clash Challenge. Und es war ein anstrengendes Match, sieht man Adam Page, das macht mich fertig. Es sieht man Ethan Page auch natürlich an, nass geschwitzt, sehr angestrengt, aber er lächelt Richtung Chris Jericho, der das Ganze mal wieder am Kommentatorenpult begleitet hat, lächelt ihn an und sagt, nächste Woche deine Challenge. Und wir dürfen gespannt sein, wer nächste Woche die Wahl von Ethan Page sein wird. Hier hatten wir Vampiro, gute Wahl von Jericho, keine Frage, auch Jericho und Vampiro kennen sich aus mehreren Ligen, glaube ich, aber sie kennen sich auf jeden Fall aus der Indie-Szene und sie kennen sich natürlich hauptsächlich aus der WCW und da hatten sie auch ein Programm mal miteinander, sehr, sehr nice. Und deswegen gibt es dort tatsächlich auch eine Verbindung. Mal gucken, wen Ethan Page ausgraben wird für das Canadian Clash Match von Jericho nächste Woche bei Dynamite. 78 bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Damit kann ich leben. Ganz im Gegenteil zum Women's Tag Team Match, was ich furchtbar ungerecht fand. Aber okay, wir machen erstmal weiter mit einem weiteren Segment. Und da haben wir das House of Black. Und sie haben eine Botschaft an Tony Khan, direkt an den Boss. Und sie sagen, Tony Khan hat Feiglinge bis an die Spitze seiner Company gelassen. Er hat es zugelassen, dass der Bullet Club sich hinter Verträgen verschanzen kann. Und wir alle wissen, das Schwert, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und deswegen ist der Bullet Club gerade in einer exzellenten Position, die sie ausnutzen, aber genährt von Feigheit. Und wir haben eine Forderung an Tony Khan. Und diese Forderung werden wir bei Rampage stellen. Das heißt, Tony, du kannst dich darauf einstellen. Du kannst dich mental schon mal vorbereiten auf Rampage, denn wir haben etwas Wichtiges zu sagen, was vor allem natürlich den Bullet Club betreffen wird. Und du solltest deine Ohren spitzen, wie Mr. Spock.
Nein, das wie Mr. Spock hat er nicht gesagt. Das wäre zu witzig für House of Black. Die sind ja sehr seriös und ernst. Also, er soll auf jeden Fall seine Ohren spitzen. Und bei Rampage gibt es eine Ankündigung. Und das heißt natürlich, dass wir das gleich bei Rampage auch noch hören werden, was das House of Black denn zu sagen hat. Hier eine 82 ist okay für dieses Segment. Es ist ja nur eine Ankündigung für eine Forderung bei Rampage. Deswegen geht die 82 in Ordnung. Es soll die Spannung ein bisschen aufbauen von Show zu Show. Und ich glaube, das ist hier doch ganz gut gelungen. Und wir machen weiter mit Tag Team Action. Wenn er denn reagieren würde, guck mal, nee, er hat nicht reagiert, okay. Genau, jetzt haben wir Tag Team Action und das ist eine wunderschöne Kombination, nämlich die von Erics gegen Bloodline. Das war ja schon bereits abgesprochen, das Ganze, dass es dieses Match geben wird. Und wir sehen eine 82, das ist ein sehr, sehr starkes Match zwischen diesen beiden extrem jungen Gruppen, Shift und Bloodline. Wir haben natürlich Ross von Eric 81, Marshall von Eric 78, Colton Gunn 73 und Brian Pillman Jr. 78. Das freut mich. Schönes Gesamtrating von 82. Das lässt mich doch wieder lächeln. Und wir haben ein Unentschieden zwischen den von Erics, Pillman und Colton Gunn. Denn es ist ein 20 Minuten Time Limit Draw. In der Regel haben TV-Matches ein Zeitlimit von 20 Minuten. Und in diesem Fall ist es auch so. Und es gibt keinen Sieger zwischen Bloodline und Shift in diesem Fall. Ein 20 Minuten Unentschieden. Das haben wahrscheinlich die wenigsten kommen sehen. Und dementsprechend nach dem Match natürlich auch ein respektvolles Zunicken. Und ja, sie erkennen sich gegenseitig an. Das war wirklich ein sportlicher, ein fairer Wettkampf, so wie er gefordert war, so wie er abgesprochen war. Und beide Teams können überzeugen und Brian Pillman und Colton, hier hat Brian Pillman natürlich jetzt selber mal die Verantwortung übernommen, obwohl Jesse Windham und Ricky Knight Jr. ja eigentlich so das Tag-Team sind, was gepusht wird. Aber dieses Match war so wichtig, dass der Leader Pillman Jr. das Ganze selbst in die Hand genommen hat. Und er hat gut daran getan, denn das Ergebnis ist für beide Seiten eigentlich optimal. Es gibt keinen wirklichen Verlierer, niemand hat irgendetwas eingebüßt. Beide haben ihre Position als Stable behalten, als Tag-Teams behalten. Pillman auch als Leader ist vorangegangen, als gutes Zeichen. Also hier rundherum positiv und auch die Fans sind mit diesem Match anscheinend und auch mit dem Unentschieden-Ausgang zufrieden. Und wir machen weiter mit einem weiteren wichtigen Segment von wichtigen Personen. Denn nochmal eine 82, wir haben Katrina vom Lucha Underground, wir haben Bret Hitman Hart von Hart Inherit und wir haben Lance Storm von Shift, die backstage gemeinsam an einem Tisch sitzen und diskutieren über die gemeinsame Fehde, die gerade läuft, über das, was passiert ist, die Angriffe von Will Ospreay und Parker Boudreau, ja, das Ganze hin und her zwischen Hart Inherit und Shift. Und ja, man möchte sich da ein bisschen einigen und deswegen sitzen hier quasi die Manager. Ja, man könnte fast sagen, wie so ein paar Anwälte sitzen sie da, diskutieren das Ganze, was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile. Und am Ende kommen sie zu dem Schluss und sind sich einig, dass wir ein 5 vs. 5 Total Elimination Match bei Battle Coliseum 2 sehen werden. Und zwar werden auf der einen Seite Lance Storms Schützlinge von Shift antreten und auf der anderen Seite wird sich ein Team aus Hart Inherit und Lucha Underground bilden. Und das wird wie folgt aussehen. Für Shift werden natürlich die von Erics antreten, gemeinsam mit Jordan Oliver, Rex Steiner und Daniel Garcia. Auf der anderen Seite wird das komplette Team von Hart Inherit dabei sein, FTR und Harry Smith, sowie Will Ospreay und Parker Boudreau von dem Lucha Underground. Und dann wird es ein Total Elimination Match geben, 5 gegen 5. Das heißt natürlich, es wird ein quasi Survivor Series Match sein. Und ja, welches Team als letztes übrig ist, wird dieses Ding natürlich mit nach Hause nehmen bei Battle Coliseum. Ich glaube, die drei haben sich auf ein ziemlich geiles Match damit geeinigt. Und wir
sind soweit für den Main Event von Dynamite. Und im Main Event gibt es nochmal Tag Team Action. Und es ist ein Banger. Oh mein Gott. Es ist der Banger, den ich gebraucht habe. Honor Bogesha und Candy Floss Penelope Ford wäre eigentlich auch ein Banger gewesen. Aber hier haben wir The Government gegen die Dead Presidents. Die Dead Presidents liefern Woche für Woche ab, auch wenn sie Niederlagen einstecken. Aber schon gegen die Young Bucks war es ein Banger. Und gegen AJ Styles und Kenny Omega im Main Event von Dynamite. Holy shit, was für ein guter Main Event. Ist das natürlich nochmal ein Banger. Omega 98, AJ Styles 92, Lee Moriarty 75, fällt ein bisschen ab, ist auch das schwache Glied der Kette, aber es wird enorm sein, wie Lee Moriarty von diesem Match profitieren wird. Egal ob Niederlage oder nicht, in diesem Match lernt Lee Moriarty unfassbar viel und wird einen Schub haben und Fred Yeh mit 93 sogar eine bessere Leistung als AJ Styles gebracht. Das ist amazing. Von Fred Yeh, das ist also unfassbar. Die Dead Presidents, die sollten längst höher angesehen sein, als sie wahrscheinlich sind. 89er Gesamtrating, Styles Clash gegen Fred Yeh ist nach 14 Minuten 53 dann das Ende und The Government gewinnt dieses Main Event Match von Dynamite. Da lassen sie auch ein bisschen Frust raus. Es ist ein hart geführtes Match, gerade von Omega und Styles, die sehr, sehr stiff in diesem Match agieren. Trotzdem können die Dead Presidents hier ordentlich mithalten mit einer guten Leistung und deswegen ist es auch so ein Banger geworden. Wir finishen die Show und ich bin guter Dinge, dass es auch wirklich eine gute Show geworden ist. Und es ist auch tatsächlich eine 89 geworden, haben wir aber in erster Linie auch dem Main Event zu verdanken, der richtig, richtig fett war. Eine schöne, schnelllebige, kurzweilige Show von Dynamite mit einem Mega-Opener. Einen kleinen Downer, weil Mayu Iwatani und Rio nicht so gut bewertet wurden, weil sie nicht harmoniert haben. Und natürlich Honor Bogesha gegen Candy Floss und Penelope Ford ist eine absolute Frechheit, wie das hier im Gesamtrating aussieht. Aber insgesamt eine 89. Ich glaube, wir können mehr als zufrieden sein hier im Auditorium. Und deswegen bin ich glücklich damit. Und wir springen rüber zu Rampage, denn da haben wir auch noch ein bisschen was zu sehen. Unter anderem die Forderung vom House of Black. Und los geht's natürlich auch bei Rampage mit der Pre-Show. Und dort treffen Ivelisse und Mia Yim von den Sisters of Dominance auf Rey Lynn und Amber Rodriguez. Und wie bei Micah, ein wichtiges Match natürlich für die zweite Reihe der Sisters of Dominance, die sich natürlich, wir haben ja Killer Kelly gerade gehört bei Dynamite, wo es echt Probleme gibt und es ist eine schwere Zeit gerade. Und auf der anderen Seite die Täter, die hier die Siege einfahren, denn Ivelisse und Mia Yim besiegen Rey Lynn und Amber Rodriguez hier. Also denen geht's ganz gut, würde ich sagen. Mia Yim ist diejenige, die Amber Rodriguez mit der Sky Yim am Ende besiegen kann. 9 Minuten 44 geht das Ganze. Amber Rodriguez 30, Rey Lynn 25, also beide Local Talents sehr gut. Ivelisse 74 und Mia Yim sogar 78, ebenfalls gut, aber Mia Yim sieht hier hervorragend aus. Also sie gibt sich ein bisschen mehr Mühe als Ivelisse, aber an sich ein ungefährdeter Sieg für die Sisters of Dominance. 67er Gesamtrating geht hier auch voll in Ordnung. Dann haben wir ein 64er Gesamtrating, na, leider nicht ganz so gut. Kip Sabian aber mit einer 84, der ebenfalls eine, unfassbar gute, eine großartige Performance zeigt. 84 Kip Sabian, aber Kai Katana leider überhaupt nicht, mit einer gerade mal eine 10. Also da könnte ich ja im Ring stehen. Was kannst du denn da viel machen, wenn deine In-Ring-Performance eine 10 ist? Die Deathly Hallows beenden dieses Trauerspiel nach 10 Minuten 18 und Sieger natürlich Kip Sabian. 64 ist immer noch ein gutes Rating, das hat man aber hier komplett Kip Sabian zu verdanken, dass dieses Match kein Totalausfall ist. Und beim letzten Pre-Show-Match haben wir AR Fox gegen Will Ferrara, eine 63, sogar noch ein bisschen schlechter. AR Fox 81, Will Ferrara mit 15 und AR Fox leider nicht gut drauf, sieht hier aber trotzdem extrem gut aus, also das eine beißt sich wieder mit dem anderen. Das könnte man beim nächsten TEW vielleicht mal ausmerzen, diese Boni- und Penalty-Geschichten, weil entweder hat er einen schlechten Abend erwischt
oder er hat eine herausragende Performance geliefert. Also beides funktioniert nicht. Höchstens sieht diese Performance herausragend aus, weil sein Gegenüber einfach absolut scheiße war. Aber gut, 9 Minuten 42 dauert das Ganze. AR Fox mit dem Crunch besiegt er dann Will Ferrara und wir starten in die Hauptshow von Rampage. Und wir starten zum Glück mit einem etwas besseren Match, aber immer noch kein geiles Match. Leider nur eine 72, Christian Cage gegen Orange Cassidy. 11 Minuten 53, Cage mit einer 75, Orange Cassidy mit einer 74. Rating natürlich wieder unter aller Sau. Also es müsste 74 oder 75 sein, ja, aber keine 72, das ist mal wieder ein bisschen mies. Aber naja, was soll's. Wir haben großartige Reaktionen, gutes Wrestling. Orange Cassidy gewinnt gegen Christian Cage und Orange Cassidy hier mit einem Sieg. Er wirkt auf jeden Fall ein bisschen befreiter, Orange Cassidy, jetzt wo die Best Friends nicht mehr Teil von All Elite Wrestling sind. Er ist sie losgeworden. Vielleicht wollte er nicht so drastisch die loswerden, ja, sodass sie zwar bei All Elite bleiben, aber ihn einfach in Ruhe lassen. Das ist nicht passiert, das Loser Leaves the League Match, das Handicap Match für Orange Cassidy ist zu seinen Gunsten ausgegangen und Orange Cassidy feiert einen ersten großen Sieg post Best Friends, würde ich mal sagen. Und deswegen, guter Sieg, schwaches Match, könnte man schon so ausdrücken. Aber für einen Opener, da ist noch okay, dass das der Opener war. Wir machen weiter mit einem Segment von Hikaru Shida, die bei Mackenzie Mitchell ist. Und Mackenzie Mitchell wieder mit zwei Boni, also sie hat eine Woche. Ich glaube, es ist die beste Woche von Mackenzie Mitchell bis jetzt. Kein einziges Mal in einem Segment enttäuscht, bei Dynamite abgeliefert, bei Rampage abgeliefert, was will man mehr? Aber Hikaru Shida ist hier das Wichtige, denn sie sagt, Serena Deeb wird nur eine Übergangs-Championess sein. Ja, sie wird den Titel für ein, zwei Titelverteidigungen maximal halten, maximal, wenn sie nicht direkt das nächste Match verliert. Und als Übergangs-Champion mal kurz in den Geschichtsbüchern erwähnt werden, bis die nächste richtige Regentschaft vonstatten gehen wird. Denn sie hat nicht das Zeug dazu, eine Division zu tragen. Ich glaube, sie hat nicht mal das Zeug dazu, Valkyrie, ihr blödes Stable, anzuführen. Ja, das führt sie nur an, weil sie aktuell den Titel hat. Ansonsten gäbe es dieses Stable nicht. Das war von langer Hand geplant, eine Attacke auf Killer Kelly. Gut ausgenutzt, ja, ein schlauer Schachzug, aber auch die einzige Möglichkeit, an diesen Titel ranzukommen, weil, wie gesagt, ihre Schultern sind nicht dafür gemacht, großes Prestige zu tragen. So die Aussage von Hikaru Shida. 80er Segment ist auf jeden Fall ein gutes Segment, ne, haben wir auch Mackenzie Mitchell zu verdanken, aber hier wird scharf geschossen Richtung Valkyrie und Richtung Serena Deeb, die nicht das Zeug hat, diese Division zu tragen. Und das sagt natürlich Hikaru Shida, die ja im Real Life auch die Company und die Division getragen hat in dieser Pandemiezeit. Und das ist nun mal Fakt gewesen. Hikaru Shida hat wirklich die komplette Women's Division von All Elite Wrestling durch die Pandemie getragen. Und deswegen weiß sie auch, wovon sie redet, die gute Hikaru Shida. Und ja, mal gucken. Wird man nicht gerne hören bei Valkyrie und Serena Deeb. Wir machen erstmal weiter mit Tag Team Action. Gott sei Dank mit guter Tag-Team-Action. 82er Gesamtrating ist okay. Ist immer noch nicht das Beste vom Besten, aber ist okay. Wir haben die Hardy Boys gegen den Psycho Circus, Psycho Clown und Monster Clown. Ja, ich sag nochmal, es ist nicht Murder Clown, den ich aus Versehen, statt ihm ein bisschen Geld zu geben, habe ich ihn nach Hause geschickt für einen Monat. Deswegen ist Monster Clown gerade ausgeliehen von der AAA. Oder CMLL, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist aber die AAA, von der Monster Clown hier ausgeliehen ist. Um meinen kleinen Fauxpas zu vertuschen. Er gehört natürlich zum Psycho Circus, er gehört zu dieser ganzen Gruppe. Ja, aber er ist eigentlich nicht in unserer Liga. Wir können ihn nur über Talent Trade holen, weil er einen Vertrag nun mal bei der AAA hat und ich nicht rankomme. Aber das war so meine Notlösung. Matt Hardy und Jeff Hardy, beide mit einer 91. Matt Hardy, top motiviert mit seinem neuen Vertrag, mit dem er ausgestattet ist. Monster Clown,
Ja, 72 ist natürlich noch nicht wirklich auf All-Elite-Niveau, aber auf einem guten AAA-Niveau. Und Psycho Clown 88 richtig, richtig gut. Psycho und Monster Clown haben eine gute Chemie miteinander. Wie gesagt, die gehören ja auch alle zusammen. Deswegen funktioniert das. Und die Hardy Boys sowieso 82er Gesamtrating. Und die Hardys können sich durchsetzen nach der Extreme Combination. Pinned Matt Hardy, Monster Clown. Und ja, er war das schwache Glied der Kette. Aber es ist ja auch jetzt nicht so dramatisch. Trotzdem ein wichtiger Sieg für die Hardy Boys, um sich auch wieder ein bisschen zu positionieren. Haben wir ja Lance Archer und Jeff Cobb gesehen, die da sich bemerkbar gemacht haben. Und was erwähnt werden muss, ja, das erwähne ich jetzt hier, das gibt kein Segment dafür, aber als kleine Grafikeinblendung sehen wir während dieses Tag-Team-Matches, dass wir nächste Woche Sting und Darby Allin gegen Lance Archer und Lance Archer und Jeff Cobb gegen Sting und Darby Allin um den Tag-Team-Titel. Also die Forderung von Cobb und Archer wurden erfüllt von Tony Khan. Er hat das Match für nächste Woche Dynamite festgelegt und da werden wir den Tag-Team-Titel sehen, wie er verteidigt wird oder wie er verloren wird. Es ist gerade viel los beim Psycho Circus und das hier ist ein weiterer kleiner Schlag ins Gesicht vom Psycho Circus, aber es ist auch nicht so schlimm, gegen die Hardy Boys zu verlieren, zumal ja Monster Clown und nicht Murder Clown dabei war. 82 auf jeden Fall sehr gut für Rampage und wir haben ein weiteres Segment, denn es gibt ja noch die Forderung vom House of Black und das ist ein 93er Segment, richtig stark, obwohl Brody King nicht so gut aussieht, aber wir haben hier die Forderung und die geht direkt an Tony Khan und sie sagen, Tony, wir, das House of Black, fordern 4 deiner Feiglinge bei Battle Colosseum heraus. Such dir aus, wer es sein wird und nenne uns unsere Gegner. Aber nicht Tony Khan, sondern Jay White kommt heraus, bleibt natürlich auf der Rampe stehen, er ist ja nicht völlig bescheuert und geht da in den Ring, wo das House of Black auf ihn lauert und er sagt, ey, hört auf, Tony Khan zu belästigen. Der Mann ist schwer beschäftigt, er hat viel zu tun, er hat viele Shows zu leiten, die kreativen Prozesse, von denen ihr keine Ahnung habt, was der Mann alles leistet. Ja, deswegen hat er auch Verantwortung übertragen an den Bullet Club. Aber deswegen bin auch ich hier, um eure Forderung anzunehmen. Ihr bekommt 4 Gegner, aber ihr werdet sicherlich keine 4 Feiglinge bekommen. Und wer diese Gegner sein werden, ja, das erfahrt ihr nächste Woche bei Dynamite. Denn das werdet ihr nicht jetzt erfahren. Ihr haltet uns hin mit euren Getue und Licht an, Licht aus. Ja, könnt den Finger nicht vom Lichtschalter lassen. Also halten wir euch jetzt ein bisschen hin. Ja, Vorfreude ist doch die schönste Freude. Nächste Woche bei Dynamite lernt ihr eure Gegner kennen bei Battle Colosseum 2. Das also die Antwort von Jay White, der sich hier die Ehre gibt. Und Tony Khan, bleibt im Backstage-Bereich, ist natürlich in der Gorilla-Position, also da, wo es drauf ankommt, wenn eine Live-Show gerade gezeigt wird. Und deswegen bringt Jay White hier die Nachricht und nächste Woche werden die Gegner für das House of Black vorgestellt bei Battle Colosseum. Also wird es dort auch ein 4 gegen 4, ein 8-Mann-Tag-Team-Match geben. Wir haben schon ein 10-Mann-Tag-Team-Match. Ein Total Elimination Match zwischen Shift, Hart Inherit und Lucha Underground. Und jetzt bekommen wir noch ein 8-Mann-Tag-Team-Match. House of Black gegen Bullet Club. Aber wer die Gegner sein werden, erfahren wir nächste Woche. 93er Segment, sehr, sehr gut. Und wir kommen zu unserem Main Event. Und das ist schon wieder, ich weiß jetzt echt nicht warum, ja, schon wieder ein erbärmliches Gesamtrating. Wir haben wieder Candy Floss, die zweimal hintereinander betrogen wird. Das ist ja so, als wenn im Fußball der VAR eine Schwachsinnsentscheidung trifft und zum Beispiel einen Elfmeter zurücknimmt, der schon verschossen wurde. Zwinker, zwinker, schubs, boing. Sowas zum Beispiel. Das ist dieses Rating. So fühlt sich das an. Wie beschiss. Wir haben Hikaru Shida, die gerade noch im Interview über
ja, Valkyrie und Serena Deep hergezogen hat, gegen Candy Floss in einem Main Event von Rampage. Nur eine 76. Hikaru Shida 88, Candy Floss 84. Womit ist diese 76 hier gerechtfertigt? Großartige Reaktion, Super Wrestling. Es ist nicht gerechtfertigt. Die Zeit passte auch, 14 Minuten 43. Das war ein Bomben-Main-Event, der abgestraft wird. Wie das Honor Bogesha Penelope Ford Candy Floss Match. Candy Floss also doppelt betrogen im Rating in dieser Woche. Es ist ein Skandal. Ein Skandal. Das muss in den Gazetten stehen. Das muss im Dirt Sheet im Wrestling behandelt werden. Dieser Skandal kann nicht unausgesprochen bleiben. Eine Unverschämtheit. Shida und Candy Floss hier mit einer Top-Leistung und nur das zählt. Das Rating ist mir gerade scheißegal. Die Leistung ist absolut gigantisch. Und ja, 14 Minuten 43. Dann gibt es den Falcon Arrow von Shida und sie besiegt Candy Floss. Für Candy Floss natürlich eine miese Woche. Zweimal abgestraft im Rating, obwohl sie Top-Leistungen gebracht hat. Und auch noch zwei Niederlagen für Candy Floss. Das ist noch bitterer, glaube ich, als dieses schäbige Rating. Sehr, sehr schade, aber nach dem Match gibt es zumindest einen Handshake zwischen Shida und Candy Floss. Sie respektieren sich, sie respektieren die Leistung. Und Candy Floss ist auch, wie hier auf dem Bild, immer noch lächelnd und gut gelaunt unterwegs. Allerdings passiert dann Folgendes. Ein 94er-Segment, das ballert nochmal rein. Serena Deep kommt in den Ring gerannt und mit dem Champion-Gürtel schlägt sie Shida nieder. Oh, das reimt sich sogar. Shida nieder. Was sich reimt, ist gut. Shida wird also ausgenockt. Candy Floss ist überrascht, will eingreifen, aber da sind Tessa Blanchett und April Hunter schon und der Rest von Valkyrie erledigt dann Candy Floss. Also auch sie wird natürlich direkt mal niedergestreckt. Alle performen hier sehr, sehr gut. Also außer Candy Floss, da sieht man es jetzt nicht, aber April Hunter, Tessa Blanchett, Hikaru Shida und Serena Deep sehr, sehr gut. Also da bereut Shida wahrscheinlich schon die große Klappe im Interview, wird niedergestreckt. Candy Floss, die eigentlich nichts dafür kann, bekommt ja auch noch den Beatdown. Die unfassbar diese Woche für Candy Floss ist eine Woche zum Vergessen und endet mit einem Beatdown. Also es könnte nicht schlimmer laufen für sie, obwohl sie eigentlich eine absolut nette Person ist. 94er Segment am Ende, das haut nochmal richtig rein. Und wir beenden und finishen Rampage. Und haben immerhin noch die 82 geschafft. Also über 80 müssen wir ja sein. Deswegen, das ist schon okay. 94 und 93, also zwei wirklich starke Segmente. Matchtechnisch, die Hardy Boys gegen den gegen Psycho Circus war das Beste. Opener das Schlechteste. Main Event immerhin das zweitbeste Match. Aber trotzdem ist das vom Rating her natürlich gar nichts. Aber trotzdem bin ich insgesamt mit dieser Folge natürlich zufrieden. Auch wenn mir einige Ratings gegen den Strich gehen. Und was wir jetzt machen, die Nightmare Factory anschauen. Ich hoffe, die beiden Shows, Dynamite und Rampage, haben euch gefreut, haben euch Freude bereitet und waren spannend. Nächste Woche wird es ebenfalls spannend. Da gibt es nicht nur die Gegner vom House of Black, die revealed werden, vom Bullet Club natürlich, sondern auch das Tag-Team-Titel-Match Sting und Darby Allin gegen Lance Archer und Jeff Cobb und, das dürfen wir auch nicht vergessen, Ethan Page hat einen Kanadier gefunden, der natürlich noch gegen Chris Jericho antreten wird. Das alles sehen wir nächste Woche bei Dynamite, aber jetzt geht's erstmal ab zur Nightmare Factory. So, und damit sehen wir hier auch, es ist Folge 98 und wir nähern uns der 100. Wir nähern uns dem Nightmare Factory Jubiläum. Auch ziemlich krass, wie lange es die Nightmare Factory jetzt schon gibt. Aber wir schauen uns natürlich die Show an. Erstmal nur zwei Pre-Show-Matches. Andy Dalton schlägt Casey Navarro und O'Shea Edwards besiegt Gabriel Kidd. Und dann geht es schon mit der Hauptshow los. Interview mit den neuen Tag-Team-Champions Nick Wayne und Mike Bailey. Mau Corone besiegt Edith Surreal. Dann ein Interview mit Jeff Jarrett und ein Backstage-Segment mit Ellie. Lady Tapa besiegt Erika Leigh. Dann Canis Lupus Jr. und Top Flight besiegen Jude London und Breaking Point. Also Canis Lupus, mega Woche für ihn, ne? Gran Guerrero besiegt und das Trios-Match bei der Nightmare Factory gewonnen. Willow Nightingale besiegt Shotzi Blackheart durch Disqualifikation. Andrew Everett
und Chris Dickinson besiegen Gran Guerrero und Alpha. Alpha, unser World Champion, verliert hier das Tag Team Match. Gran Guerrero, genau das Gegenteil von Canis Lupus Jr., eine gebrauchte Woche. Andrew Everett und Chris Dickinson sehr, sehr stark. Und im Main Event gibt's das Rückmatch. Nick Wayne und Mike Bailey verteidigen ihre Tag Team Titel gegen die Dudley Brothers und schlagen sie damit zweimal in Folge. Nehmen ihnen den Titel ab und verteidigen den Titel eine Woche später nochmal gegen sie. Beide Matches gewonnen, Nick Wayne und Mike Bailey haben es endgültig verdient. Auch das hier wieder eine sehr gute Show, eine 67. Können wir ja hier mal sehen. 67 gehört zu den besten Shows. Unter den Top 3 Shows ever. Sehr geil. Wir haben ein paar 2022er Shows noch drin, aber März, hier sehen wir es. Jetzt ist Woche 3, aber das ist natürlich die letzte Folge aus Woche 2. Ist auf den dritten Platz die drittbeste Nightmare Factory Show, die jemals bewertet wurde. Saustark. Und mit dieser guten Show möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Nächste Woche wird es nochmal richtig spannend. Die Go-Home-Show vor Battle Colosseum, wo es dann auch richtig abgeht. Ich meine, Brock Lesnar gegen Walter im Käfig wird es dort geben. Das 5 vs. 5 Total Elimination Match wird es geben. Darby Allin gegen Kenta wird es geben. Bullet Club gegen House of Black wird es geben, wo wir noch nicht wissen, wer die Gegner vom House of Black sein werden. Aber auch das steht natürlich an. Wahrscheinlich noch MJF gegen Adam Page um den World Title. Also Battle Colosseum wird fett und die Go-Home-Show von Dynamite wird genauso fett. Das kann ich schon mal versprechen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.